Schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Willkommen einmal mehr und das letzte Mal in diesem Jahr zu Mut zur Nachhaltigkeit, unserer Veranstaltungsreihe, in der wir Nachhaltigkeitsfragen der Zukunft diskutieren. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen im Namen des Ministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus, des Umweltbundesamtes, des Zentrums für globalen Wandel und Nachhaltigkeit der Universität für Bodenkultur Österreich 1 und der Universität Wien, in diesem Fall, das muss ich noch ein bisschen nachschauen, das Institut für Politikwissenschaften und dem Postgraduate Center der Universität Wien. Das freut uns sehr, dass wir hier auch daheim sein dürfen und hier diskutieren. Wir haben heute ein sehr interessantes Thema und ich probiere es dann mal aus, wo man ein bisschen schauen, wie das so wirkt auf Sie. Wenn man so etwas jetzt aufsetze, ja. Was bedeutet das? Wie muss man damit umgehen? Als kleines Kind lernt man schon, dass man sowas nicht tun soll, da kann man ersticken dran. Es ist aber so, dass wir das Gefühl haben müssen, dass die Menschheit das nicht so ganz verstanden hat bis jetzt und eigentlich sich, da sollte sie eigentlich was tun, gell? Habe ich, so. Und eigentlich sich um die Welt mittlerweile was drüber stülpt, was die scheinbar die Erde etwas ersticken könnte. Das ist mir zweifelsohne ein bisschen, ist das ein bisschen einseitig dargestellt, das ist vollkommen klar, insbesondere da wir ja wissen, dass wir Plastik, so wird es ja üblicherweise bezeichnet, Kunststoffe, nicht erfunden worden sind zum Selbstzweck, sondern die sollten einen Nutzen stiften und das ist ja auch sehr oft geschehen, es wurde ja ein Nutzen gestiftet. Und die Frage ist ja dann immer die Ausgewogenheit. Und das wollte ich Sie einmal fragen, Sie haben ja alle diese Kärtchen wieder auf Ihrem Sesselchen. Und das wollen Sie mir sagen könnten, wer glaubt denn, dass Kunststoffe einen Nutzen haben in dieser Welt? Nutzen haben. Ach so. Ja, da gibt es nur einen, der meint, sie haben keinen Nutzen. Alle anderen sind der Meinung, ja. Jetzt wollte ich Sie noch fragen, also grünes Kärtchen, wer glaubt, dass der Nutzen überwiegt und wer glaubt, dass der Nachteil überwiegt? Das ist dann rotes Kärtchen. Grün ist überwiegend der Nutzen, Nachteil überwiegend. Da wird es schon ein bisschen komplizierter. Das ist schon ziemlich 50-50 wieder in dieser Form. Das heißt, es ist ganz offensichtlich Diskussionsbedarf, was uns ja freut, wenn wir genau das tun wollen, diskutieren nämlich darüber. Und es ist wie immer ein bisschen komplexer, einfache Antworten gibt es nicht so leicht, sondern man muss sich einfach die Frage in einem Kontext betrachten. Und dementsprechend scheint es auch wichtig zu sein, dass wir uns ein Gefüge, ein Gedankengefüge bauen, wo wir das dann richtig zuordnen können. Der heutige Vortrag soll genau das bringen. Er soll uns helfen, mit unserer Gedankenwelt in Bezug auf Kunststoffe uns richtiger oder besser oder sicherer zu verorten, auf das wir besser selbst wissen, wo wir uns einordnen sollen. Wie Sie wissen, gibt es in diesem Vortrag Kunststoff im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung. Das ist ja gar nicht so langläufig diskutiert worden. Kunststoffe als Teil der nachhaltigen Entwicklung, üblicherweise hat man sozusagen in den letzten langen Jahrzehnten etwas gar nicht wirklich wahrgenommen, das Problem. Plötzlich ist es nur als Problem wahrgenommen worden, jetzt stellt sich heraus, nein, das müssen wir diskutieren, was ist der Vorteil, was ist der Nachteil, wie muss man es gestalten, damit das sozusagen erst einmal Vorteil bleibt und nicht Nachteil wird. Jetzt gibt es also mit diesem Vortrag, jetzt darf ich nur ganz kurz vorstellen, wenn Sie es nicht schon gemacht haben, sich näher erkundigt haben, wer denn heute den Vortrag halten wird. Das ist der Herr Professor Reinhold Lang. Er ist viel ja schon bekannt. Er ist Institutsvorstand am Institut, das gibt es eine deutsche Bezeichnung, ich habe dafür. Der Name, den gibt es nur in Englisch. Den gibt es nur in Englisch. Das Institute of Polymeric Materials and Testing an der Johannes Kepler Universität in Linz in Österreich, das wissen wir alle, er beschäftigt sich seit Beginn der 90er Jahre mit der Thematik Polymerwerkstoffe für Technologien einer nachhaltigen Entwicklung. Und da sind wir schon ziemlich weit weg vom Begriff des Plastik, der ja ein bisschen abwertend ist. Polymerwerkstoffe, die klingen schon ein bisschen noch zumindest komplexer und etwas höher stehenden. Und Professor Lang leitet auch die österreichische Forschungsplattform für Solpol zum Thema Kunststoffinnovation in der Solartechnik. Innovation ist ein ganz wichtiges Thema, wenn man sich Kunststoffe anschaut. Und er ist federführend, das finde ich sehr interessant, an der Konzeption und Etablierung des neuen fakultätsübergreifenden Schwerpunktes an der Universität
der Johannes Kepler Universität in Linz Sustainable Development Responsible Technologies and Management. Sehr interessanter Zugang und ich denke, wir werden ein bisschen mehr davon heute noch hören und ich bitte Sie nun, den Herrn Professor mit mir willkommen zu heißen und uns teilnehmen zu lassen und dem, was Sie alles wissen. Ja, Herr Hartl, vielen Dank für die Einbegleitung zum Thema. Ich möchte mich auch beim UBA und den Mitveranstaltern bedanken für die Einladung, der ich sehr gerne gefolgt bin. Ja, zum Thema Polymeric Materials, natürlich hier steht der deutsche Ausdruck. Es gibt immer wieder Diskussionen. Wir haben uns Polymeric Materials schon lange vor dieser Abfalldiskussion, die Sie ja kennen, genannt. Ich will dieses Thema heute sowohl von der Abfallseite, aber auch von der Nutzenseite, das ist ja vorher abgefragt worden, entsprechend reflektieren und mit Ihnen meinen Zugang zunächst teilen und ich hoffe dann sehr auf eine spannende Diskussion. Sie sehen hier unter diesen Bildern, Mikroplastik konnte ich nicht darstellen, aber das verbirgt sich sicher da in den Gewässern auch noch. Eine Aussage des Forschungsleiters der Borealis, ich habe Borealis deswegen gewählt, weil Borealis der Kunststoffhersteller natürlich in Österreich mit internationaler Bedeutung ist und die lautet, das Abfallproblem, das Sie hier sehen und Kunststoffabfälle, das sind die eigentliche Achillesferse von Kunststoffen und darunter die Frage, wo geht die Reise hin, schaffen wir es vom Problem zum Teil der Lösung zu werden. Mit dem möchte ich mich dann heute beschäftigen. Zunächst ein kurzer Blick aufs 20. Jahrhundert, wo die Kunststoffentwicklung aus Rohöl, als synthetische Werkstoffe, industriell sehr stark ab dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt hat. Sie sehen hier die Entwicklungen ab 1950. Die orange Linie, das ist die Kunststofflinie in Volumen, weil Volumen ist, was wir sichtbar wahrnehmen, auch im vorigen Bild. Und im Vergleich dazu die Stahlentwicklung, auch jetzt im Volumen. Stahl ist natürlich in Tonnagen wesentlich mehr als Kunststoff, aber aufs Volumen bezogen sieht man hier in diesem Bild kontinuierliche, relativ hohe Wachstumsraten für den gesamten Kunststoffteil. Und Ende der 80er Jahre hat das Kunststoffvolumen bereits das Stahlvolumen weltweit produziert überschritten. Und da vorne sehen Sie dann noch ein Fragezeichen und nur um eine Zahl vielleicht in den Raum zu werfen, derzeit werden etwa 350 Millionen Tonnen Kunststoff produziert. Ich werde dann mit ein paar anderen Zahlen noch einmal im Vergleich stellen. Die Rückseite der Medaille ist hier unten noch einmal dargestellt und das hat kürzlich dann Alan MacArthur in einem Report, der dann 2016 rauskam, in Davos hohe Wellen geschlagen hat. Die Kernaussage dieses Reports war im Wesentlichen, wenn wir so weitermachen wie bisher, haben wir 2050 mehr Kunststoffabfall im Meer als Fische und Plankton und alles zusammen. Und die Europäische Union hat dann kurz danach, beziehungsweise begonnen schon davor, aber mit der neuen Plastic Circular Economy Strategy entsprechende Umsetzungspläne vorgelegt mit Recyclingraten für Verpackungsmaterialien, die Sie hier unten sehen stehen. Und ich werde dann am Ende nochmal darauf zurückkommen, wie sinnvoll sind die leistbar oder gibt es nicht auch Alternativen dazu. Soweit zu diesem Bild. Und jetzt noch ein weiteres Bild, das was Sie hier sehen, etwa 10 Millionen Tonnen Kunststoffabfall wird aktuell geschätzt, landen jährlich im Meer. Wir haben ungefähr 140 Millionen Tonnen Kunststoffabfall weltweit pro Jahr. Also ein relativ hoher Prozentsatz, hat eigentlich in den Gewässern natürlich nichts verloren, landet aber da. Im Vergleich dazu 40 Gigatonnen CO2-Ausstoß in die Atmosphäre und in der Mitte noch dargestellt Regenwald oder Waldabholzung weltweit. Und die Zahlen unten, ich könnte sie jetzt versuchen, Ihnen gegenüberzustellen. Wenn Sie das jetzt miteinander vergleichen, dann ist der nicht sichtbare Abfall, den wir in die Atmosphäre entsorgen, in Form von CO2 ungefähr 300 Mal so groß wie das, was wir am Kunststoffabfall haben. Das eine ist der sichtbare, das andere ist der nicht sichtbare. Und wenn ich da in die Mitte gehe, dann kommt neben CO2 und Klimawandel natürlich das Biodiversitätsthema noch mit hinein.
Das ist in etwa schnell umrissen die Komplexität und die Mengenthematik, vor der wir stehen. Nichtsdestotrotz ist meine These die, was die Plastikabfalldiskussion als Notwendigkeit und oder, ich habe etwas gewählt, was ich so in den Diskussionen vorfinde, als Ablenkungsmanöver, Stichwort sind die berühmten Plastikgeschirreverbote und man kann auch sagen das Plastiksackerlverbot. Hier meine erste Hypothese, Kunststoffabfälle sind der sichtbare Ausdruck eines insgesamt fehlgeleiteten Wirtschaftssystems, das sich an mittlerweile überkommenen und teilweise fehlinterpretierten Denkansätzen und Modellvorstellungen, die in den Beginn des Zeitalters der industriellen Revolution zurückreichen, orientiert. Und daher ist meine Antwort auf die Frage Notwendigkeit und oder Ablenkungsmanöver, ja, je nach Perspektive, sowohl als auch. Aber ein Ansatz ist durchaus der, Kunststoffe haben vieles sichtbar gemacht, was wir an Problemen in unserem gegenwärtigen Wirtschaftssystem haben. Und das sind natürlich viel mehr Dinge als nur die reinen Kunststoffabfälle. Ja, meine zweite Hypothese ist dann gleich die, was und wie wir über die Welt denken, wird kritisch sein für die Überlebensfähigkeit der menschlichen Zivilisation in der heutigen Form. Das ist eine Aussage, die niemand geringerer als Noam Chomsky natürlich zu 100% unterschreiben würde. Deswegen veranstalte ich mit meinen Studierenden, wo ich diese Lehrveranstaltungen mittlerweile seit 20 Jahren abhalte, aber seit einigen Jahren auch so kleine Umfragen, um mir selbst ein statistisches Bild zu geben. Und was die Perspektiven einer Studiengruppe, die jetzt mittlerweile 170 ausmacht, in 11 Vorlesungsserien, die ausschließlich der Thematik Kunststoffe und nachhaltige Entwicklung gewidmet waren, das sind die vier Fragen, die ich da immer stelle, im Sinne eines Schnellchecks, so wie wir das mit den Karten Rot-Grün vorher gemacht haben. Wer ist optimistisch oder mehr pessimistisch, was die eigene Zukunft anbetrifft? Wer ist optimistisch, pessimistisch, wenn die Lehrveranstaltungen in Europa sind, was die Zukunft Europas anbetrifft? Dritte Frage, wer ist optimistisch, pessimistisch, was die Zukunft der eigenen Generation, also das sind so 50 Jahre in die Zukunft gerechnet, anbetrifft oder 70? Und die letzte, vierte Frage, wer ist optimistisch, pessimistisch, was die Zukunft der menschlichen Zivilisation anbetrifft? Und das Ergebnis zeige ich Ihnen gleich hier. Nachdem alle, die in diesen Lehrveranstaltungen sind, eine relativ gute Ausbildung haben und die Wachstumsraten für Kunststoffe haben Sie gesehen, da ist null Anzeichen, dass sich das in naher Zukunft in irgendeiner Form dramatisch ändern wird, sind die natürlich alle optimistisch, was ihre eigene Zukunft anbetrifft. Bei den anderen drei Fragen, ich muss sagen, hat mich das zum ersten Mal, wie ich das gemacht habe, etwas überrascht, weil wenn ich mich in meine eigene Studienzeit zurückversetzt habe, also unser Denkansatz war, also das zivilisatorische Überleben in Frage zu stellen in den 70er Jahren, also das war außer Reichweite, wir wollten zwar die Welt verändern und so weiter, aber dass das so negativ eingeschätzt werden würde, an das kann ich mich nicht entsinnen. Also hier gibt es ein deutlich negatives Bild und natürlich gibt es eine Fülle von Indikatoren, die das rechtfertigen. Was die globale Ebene ist wahrscheinlich der beste Indikator, der nicht nur die Zahlen, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, mit sichtbaren und nicht sichtbaren Müll, die sich natürlich aufakkumulieren jedes Jahr und die man jetzt dann hochrechnen kann und sich dann überlegen kann, was wird dann irgendwann mal passieren. Ich glaube, der weltweit Fakten am besten basierende, die besten basierende Vereinigung Einschätzungen der Risiken, in denen sich die Menschheit befindet, ist Bulletin of the Atomic Scientists. Das ist eine Gruppe, die gegründet wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Abwurf der Atombomben in Hiroshima und Nagasaki. Und im Grunde haben Nobelpreisträger das ursprünglich gegründet und bis heute begleitet, also ich glaube momentan sind noch immer 20 Nobelpreisträger an Bord, jede Menge wirkliche Experten und die brechen das Risiko herunter auf Minuten, die sie zählen vor Midnight. Also die Doomsday Clock, wie sie das bezeichnen, die haben sie heuer, 2018, das wird immer im Jänner gemacht,
auf 2 Minuten vor Mitternacht gestellt. Das heißt, so niedrig war sie erst einmal, seit die Doomsday Clock erfunden wurde, Ende der 40er Jahre. Also, was im Jänner kommen wird, da sind wir alle schon gespannt. Also ich gehe nicht davon aus, dass die 2 Minuten in Richtung Erhöhung gehen. Bestenfalls werden sie gleich bleiben. Meine Vermutung ist, sie werden intensiv diskutieren, sie um eine halbe Minute herunterzusetzen. Also unsere Studenten liegen nicht so verkehrt. Daher können wir als nächstes, was den Übertitel anbetrifft, die Frage stellen, welche globalen Veränderungen, welche globalen Herausforderungen haben wir in Summe eigentlich zu lösen und welche systemischen Ansätze gibt es da? Und dann will ich auf das kommen, und was können Kunststoffe in diesen Ansätzen hier für Beiträge leisten? Und natürlich bezieht sich das auf die kürzliche Menschheitsgeschichte, die mittlerweile als Anthropozän bezeichnet wird. Den Startpunkt, da kann man noch diskutieren, ist das da, wo der Anstieg oder da, wo die Wurzeln liegen. Aber es gibt ganz deutlich mit dem Anthropozän eine massive Veränderung der Biosphäre, der Geosphäre sogar. Und das wirkt sich natürlich aus auf die Entwicklung der menschlichen Zivilisation. Am Anfang waren ein paar Ideen von dieser Entwicklung. Also wenn man die industrielle Entwicklung zurückgeht, dann war zunächst einmal Descartes mit seinem Ich denke, also bin ich, und mit seinem kartesianischen Split, sprich die Geist- und Materietrennung. Dann kam Adam Smith, ein Moralphilosoph und Ökonom, der The Wealth of Nation mit verkürzt bereichert euch und über Trickle-Down-Effekt, von denen, die sich bereichert haben, werden alle ein bisschen reicher werden und es wird allen besser gehen. Und dann der Wettbewerb der Arten, das was Charles Darwin dann letztlich komplettiert hat in diesem Bild, Wettbewerb als Prinzip der Überlebensfähigkeit in seinem berühmten Buch On the Origin of Species. Natürlich kann man da jetzt viel herumdiskutieren. Ich frage dann auch meine Studenten immer zu dieser Mind-Matter-Geschichte, mit der ja Charles Darwin im Grunde die wissenschaftliche Methodik auf neue Beine gestellt hat durch diesen Split. Das war ein schöner Kunstgriff, den er da gemacht hat. Und dass auch von der wissenschaftlichen Methodik her dann die entsprechenden weiteren technisch-technologischen Entwicklungen, ich denke, bis zum heutigen Tag begleitet. Ich frage dann meine Studenten auch immer zum Mind-Matter-Split und überhaupt zur Existenz von Mind. Haben Menschen Mind, Tiere, Pflanzen, Steine? Und da sehen Sie das, was Sie möglicherweise gar nicht... Also, man kann sicherlich sagen, dass Darwin diese Frage ganz anders beantwortet hätte. Also der hat bei Menschen aufgehört, für den waren Tiere im Wesentlichen schon biologische, mindlose Roboter. Heute haben wir schon etwas anderes Bild der Einschätzung und jetzt sind das alle Kunststoffstudenten. Und wenn ich dann frage, do plastics have mind? Das ist dann ein Desaster für plastics. Da sagen alle, plastics have no mind. Und man kann sich jetzt aus der Werkstoffsicht fragen, wieso ist das so? Wenn bei Pflanzen noch 10 von diesen insgesamt 17 Pflanzen Mind zuordnen, warum Kunststoffen nicht? Und Rocks und Stones, da gibt es ja auch noch ein paar, die zumindest auch unsicher sind, und Plastik nicht. Wenn man das stofflich sehen würde, und da bleibt mir heute leider nicht die Zeit, darauf einzugehen, könnte ich Ihnen jede Menge Parallelitäten aufzeigen, stofflich, von makromolekularen Strukturen, von Helixstrukturen bis zum atomaren Level, welche Äquivalenzen eigentlich zwischen Kunststoffen bis hin zu allen Lebewesen entstehen, die alle über Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff im Wesentlichen gebildet werden. Und das werde ich dann wieder als Bild zurückholen bezüglich unserer ersten Problembereiche, die ich am Anfang gezeigt habe. Aber diese Denkmodelle, die haben dann eine Entwicklung entsprechend auf den Weg gebracht. Das ist uns natürlich, zum einen ist die Weltbevölkerung angewachsen, das Bruttosozial der Welt ist angewachsen,
An diesen Zahlen sieht man hier auch, dass das nicht überall gleich passiert ist. Die großen Regionen unterscheiden sich, die Populationsanteile unterscheiden sich. Ich werde das auf eine Zahl dann später runterbringen. Also im Wesentlichen kann man sagen, 20% der menschlichen Bevölkerung leben in den reichen Ländern und haben 70% des Bruttosozialprodukts entsprechend mit zu verantworten. Aber man muss natürlich auch sagen, innerhalb der reichen Länder gibt es auch große Disparitäten. Natürlich kann man aus diesen Zahlen ablesen, und das ist, was im Grunde auch immer wieder mal gemacht wird, einer der bekanntesten Vertreter ist Hans Rösling, wobei er immer Zusatzanmerkungen zu seinen Aussagen macht. Grosso modo geht es der Weltbevölkerung seit dem Beginn der industriellen Revolution insgesamt besser, aber jede Realität hat natürlich unterschiedliche Perspektiven. Und dazu hat mir mein Sohn dieses Bild zugeschickt. Je nach Blickwinkel kann man natürlich zu völlig anderen Schlussfolgerungen kommen. Also die Gegenschlussfolgerung zu Franz Rösling sehen Sie jetzt hier. Das ist das, was die International Geosphere Biosphere Gruppe herausgearbeitet hat mit der Zielsetzung, wie schaffen wir es, die Weltentwicklung seit der industriellen Revolution ökonomisch und ökologisch auf einer Seite in 24 Charts darzustellen. Und wenn Sie diese Charts hier anschauen, dann sind 12 den sozioökonomischen Entwicklungen auf der Welt entsprechend zugeteilt. Natürlich beginnend bei Weltbevölkerungswachstum, alle möglichen Ressourcenzuwächse, die wir haben. Und auf der rechten Seite sehen Sie die ökologisch systemorientierten Entwicklungen. Und wir haben in etwa Äquivalenzen, wo man sagen kann, den Ursprung hat die Entwicklung natürlich mit dem industriellen Zeitalter begonnen. Aber ab den 50er Jahren, also auch da, wo Kunststoffe sich entwickelt haben, steigen alle Parameter an, die Sie hier sehen. Nur einige sind in ein Plateau eingelangt, und zwar das, was den Ozon, die Ozonanreicherung in der Stratosphäre anbetrifft. Das ist ein erstes Signal, dass die Menschheit in der Lage ist, bei gewissen Dingen Schranken zu setzen, die dann auch wirksam werden. Ob uns das beim Klima insgesamt gelingen wird, das wird sich erst weisen. Da komme ich bei der letzten Folie möglicherweise drauf zurück. Und dann gibt es noch eine zweite interessante Grafik, die Sie auf der rechten Seite, das ist Fischfang. Da stoßen wir auch schon mittlerweile, was den S-förmigen Kurvenverlauf anbetrifft, in ein Plateau, aber nicht, weil wir uns so einschränken, sondern weil die Meere überfischt sind. Also man kann aus diesen Kurven relativ viel herauslesen. Eines ist ganz wichtig, fast alle dieser Parameter sind ganz wesentlich natürlich an Energie gekoppelt. Und zweitens, fast alle dieser Parameter sind eng miteinander vernetzt und es gibt jede Menge Nexus-Themen. Und daher meine Aussage, erst wenn wir diesen systemischen Zusammenhängen entsprechend in unsere Denkmodelle integrieren, werden wir wirklich in der Lage sein, diese Probleme zu lösen. Was Great Acceleration heißt, ist wohl am deutlichsten ausgedrückt in der CO2-Entwicklung. Momentan, glaube ich, mit Katowice werden die meisten vielleicht diese Zahlen kennen. Also es lohnt jetzt gar nicht so sehr, sich da lange aufzuhalten. Aber Sie sehen hier die letzten 650.000 Jahre und was seit den 50er Jahren hier passiert ist in der CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Also das ist real great acceleration. Das ist noch greater als das, was wir mit den Kunststoffen haben, aber das immer als Reflexionsbord. Jetzt gibt es natürlich Systemökologen, die sich darüber Gedanken machen, einzuschätzen, naja, wie weit kann das gehen mit diesen Wachstumsentwicklungen?
Und die haben sich da so ein wunderschönes Ampelsystem, das einigen vielleicht bekannt sein dürfte, einfallen lassen für die großen Herausforderungen. Und in dieser Globus-Darstellung sehen Sie dann eine Reihe von den sogenannten Grand Challenges. Da gehört natürlich Treibhauseffekt dazu, da gehört die Anreicherung unserer Böden mit Chemikalien dazu, da gehört die Biosphärintegrität dazu. Und was besonders auffällt, also solange man im grünen Bereich ist, glaubt man, sind wir noch quasi in sicheren Bereichen. Gelb, orange wird schon kritisch und rot, wir haben die Grenze der Reversibilität im Wesentlichen überschritten. Und wenn man jetzt zwei große Bereiche herausnimmt, Climate Change, da gibt es noch was, was viel kritischer ist, was die Entwicklung der Biosphäre anbetrifft, das ist Biodiversität. Und da sind wir natürlich wieder bei den Waldabholzungen, die ich vorher schon angesprochen habe. Mittlerweile wird diskutiert, die sechste Aussterbungswelle und die Raten, die uns von Ökologen genannt werden, übersteigen auch wieder alles, ähnlich wie beim CO2, was die überschaubare Geschichte anbetrifft. Kommen wir auf einen wichtigen Aspekt, der mit einer nachhaltigen Entwicklung zu tun hat. Das ist natürlich das, was üblicherweise als Fairness- oder Gerechtigkeitsfrage bezeichnet wird. Wer verursacht den Großteil dieser Probleme? Das kann man auf eine leichte Formel bringen durch Gegenüberstellung des Bevölkerungswachstums, der entsprechenden Einordnung in reiche, aufstrebende und ärmere oder sehr arme Länder und welche Bevölkerungsanteile da sind und welche Produktionsweisen und Wirtschaftsweisen dahinter stehen, gemessen mit dem Bruttosozialprodukt. Und die grobe Daumenformel ist 20% in den reichen Ländern bis dato und vor allem historisch gerechnet verursachen 70% der Probleme. Soweit auch die Zahlen, damit auch deutlich wird, wo ist wirklicher Handlungsbedarf. Und eines wird auch klar, natürlich brauchen wir für die nächsten Jahrzehnte völlig andere Entwicklungsformen, also für die 70%, dass die gleiche Kurve durchlaufen, das wird den Planeten noch mehr an die Grenzen bringen, als das ohnehin schon der Fall ist. Und dann gab es da nicht nur die Doomsday Clock nach dem Weltkrieg, sondern dann gab es auch die Human Rights Declaration und von der weg dann eine Entwicklung, wo zuerst Ende der 80er Jahre dieser Bericht Sustainable Development, Our Common Future in einer neuen, hochdynamischen Definition formuliert wurde, im sogenannten Brundtland-Bericht. Dann gab es einen kleinen Sidestep, ich habe ihn manchmal als Rückschritt betrachtet. Das waren die Millennium Development Goals, die ein bisschen den systemischen Charakter aus dem Auge verloren haben, mit den 8 Zielen und prioritär gedacht, bis dann 2015 die Sustainable Development Goals kamen. Und in dieser Zeit gab es schon sehr früh natürlich im wissenschaftlichen Umfeld immer wieder Personen und Personengruppen, die erkannt haben, wie dramatisch die Entwicklung werden könnte. Ich will hier nur zwei herausgreifen, das ist Rachel Carson mit ihrem damaligen Buch Silent Spring, die den ganzen ökologischen Blick dieser Entwicklung schon vorweggenommen hat. Und dann Dennis Meadows mit seiner Frau, die mit Grenzen des Wachstums zum ersten Mal ein Buch, was die sozioökonomische Entwicklung anbetrifft, in einer Modellabbildung dargestellt haben. Das von vielen kritisiert wurde, die das Buch noch nicht gelesen haben. Mittlerweile sind Daten da mit dem Standardmodell. Wir fahren eigentlich auf dem Pfad des Standardmodells, das Dennis Meadows damals vorhergesagt hat. Bringt uns zur Definition von nachhaltiger Entwicklung im Gegensatz zur Nachhaltigkeit. Gerade im deutschsprachigen Raum ist ja das Thema Nachhaltigkeit schon seit Karlowitz bekannt. Das ist ein Waldökonom gewesen, der im Wesentlichen formuliert hat, also Nachhaltigkeit ist so definiert, wir dürfen nicht mehr an Ressourcen aus einem Wald entnehmen, als entsprechend nachwächst. Also ist ein, wenn man so will, quasi Stabilitätsgleichgewichtskriterium,
Nachhaltige Entwicklung in der Definition des Brundtland-Berichts bezeichnet eine Entwicklung, die den Bedürfnissen jetziger Generationen dient, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen entsprechend zu gefährden, die das ermöglichen. Also mit anderen Worten, das erste Wichtige ist, es ist ein hochdynamisches, also das hat nichts mit Stabilität mehr zu tun, sondern wir müssen uns auf eine radikale Transformation einstellen. Und wenn man sich das genauer dann anschaut, dann gibt es diese unterschiedlichen Bilder, die alle natürlich ihren Wert haben und das in meiner Branche am meisten verwendete, auch in einem Werkstoffbuch übergreifend verwendete, ist das 3P-Modell, People, Prosperity und Planet. Manche geben dann noch in der Industrie das 4P und Profit, ohne das geht es nicht dazu. Aber die Essenz dessen, was Nachhaltigkeit ist, habe ich versucht, hier oben noch einmal in dieser kleinen Box darzustellen. Dass es ein radikal transformatives Konzept ist, habe ich schon erwähnt. Was wir nicht vergessen sollten, es ist ein zutiefst anthropozentrisches Konzept. Also das ist, was die Prosperity-Aspekte der menschlichen Bevölkerung anbetrifft. Es geht um globale Prosperität einer wachsenden Weltbevölkerung. Natürlich sollen die planetaren Bedingungen entsprechend eingehalten werden und Constraints. Aber ganz wichtig, es ist ein intra- und intergenerationelles Fairness- und Equity-Konzept. Und das ist alles unter einen Hut zu bringen, wenn wir Sustainable Development Goals verfolgen. Der große Wurf 2015 in meiner Einschätzung war in der Tat die Sustainable Development Goals, aber in einer Interpretation, wir müssen so lange nachdenken, diese Ziele zu erreichen, bis die Zielkonflikte verschwinden. Also ich bin immer wieder in Diskussionen, wo es dann darum geht, Ziel 5 ist in irgendeinem Wettbewerb mit einem anderen Ziel. Systemisch gedacht, glaube ich, sind die Sustainable Development Goals das Beste, was momentan denkbar ist. Also ich bin natürlich voller Unterstützer der Sustainable Development Goals und wenn man die wieder analysiert, dann stellt man zum ersten auch das fest, was wir bei der Problemlage. Auch hier brauchen wir Energie, um diese Ziele zu erreichen. Daher meine erste Botschaft, die Energietransformation von fossilen Nuklear auf vollständig Renewable innerhalb der nächsten Dekaden, heißt 2050, ist im Kern einer nachhaltigen Entwicklung. Heißt ganz konkret, wir müssen die hohen Wachstumsraten, die wir in den letzten zwei Jahrzehnten, einerseits was teilweise Effizienzsteigerungen anbetrifft, aber auch vor allem was die Implementierung erneuerbarer Energietechnologien, und da haben Nukleartechnologien überhaupt keinen Platz, das gilt es voranzutreiben. Und einige, die sehr lange in dem Bereich schon tätig sind, eigentlich muss man sagen, in den 90er Jahren hätten wir nicht gehofft, dass wir jetzt bei über 10% schon liegen. Da gibt es auch sehr renommierte Studien, die diesen Solaranteil 20 Jahre später gesehen haben. Also er ist doch früher gekommen, als man in den 90er Jahren selbst in Technologie und in Expertenkreisen eingeschätzt hat. Man kann aber auch sagen, und jeder, der im wirtschaftlichen und industriellen Umfeld tätig ist, wird das wissen, von 0 auf 1% zu wachsen, von 1 auf 10% zu wachsen, das ist eine Sache, von 10 auf 30, auf 50, auf 70, auf 100, das ist jedes Mal wieder ein neues Beispiel. Und das Beispiel, das erleben wir gerade in Katowice, dazu nochmal später. Aber wir sehen, wenn wir die Wachstumsraten aufrechterhalten, könnte das gelingen, 80-100% 2050 erneuerbar. Damit jetzt ein etwas näherer Blick auf welche Rolle leisten Energietechnologien und Materialtechnologien für eine nachhaltige Entwicklung. Und das ist das Thema, das schon angesprochen wurde. Ich sage es im simplen Dreisatz: mehr Effizienz, mehr Systemintelligenz, weniger Energie, weniger Material und die Nutzung regenerierbarer, zirkulärer Ressourcen. Und der Schlüssel dazu ist natürlich Innovation.
Oder man kann sagen, wir substituieren kontinuierlich Energie und Materie durch intelligente Lösungen, also soweit wieder zum Meta-Mind-Problem. Und das ist ein Satz, den Sie hier rechts sehen, der trifft leider auch in der Entwicklung, das ist das Erfolgsgeheimnis dessen, was wir mit Kunststoffen haben, do more, do better, do less. Sämtliche Kunststoffentwicklungen haben sie nur durchgesetzt, weil sie in ihrer Performance besser sind. Und ich werde dann später zeigen, weil sie in den Kosten besser sind. Und auf das Ökobilanzthema kommen wir dann noch. Das ist meine etwas philosophischere Formulierung dessen, was Sustainable Development für Werkstoffe und Technologien ist. Ich will sie Ihnen heute hier nicht im Detail ausbreiten. Es hat natürlich Suffizienz, Effizienz, Circularity Aspekte mit drinnen, aber es hat auch Mindfulness und Suffizienz. Am Ende beginnt nachhaltige Entwicklung natürlich im Kopf. Und bevor das nicht passiert, werden wir natürlich Schwierigkeiten haben, diese bevorzugten Entwicklungspfade entsprechend zu berücksichtigen. Was ich aus meiner Definition rausgelassen habe, sind diese ganzen Gerechtigkeits- und Fairnessfragen, weil die sind im technologischen Teil allein zunächst nicht da, aber wir beschäftigen uns fakultätsübergreifend jetzt in der Universität damit. So, jetzt noch zum Schluss, was hat das mit Kunststoffen zu tun? Die Kunststoffentwicklung begann eigentlich schon im Mittelalter mit sogenannten Casein-Kunststoffen, dann mit natürlichem Kautschuk, der aus der Hevea brasiliensis, also einem Kautschukbaum in Südamerika gewonnen wurde, und dann die dritte große Kategorie waren die Zellulosematerialien. Also aus natürlichen Substanzen hergestellt und damit sind biogene Werkstoffe, die eigentlich polymeren Charakter, also als Kunststoffe zu bezeichnen sind, wie sie jetzt wieder stark forciert werden, in einigen Bereichen gar nichts Neues. Das Merkmal, das man da unten sieht, ist schon, natürlich hat das Auswirkungen gehabt auf die Mobilitätsstrukturen, die wir heute haben, also das Thema Kautschuk. Die Casein-Kunststoffe aus Milchcasein hergestellt, würde man da heute Ökobilanz machen, die würde ganz schrecklich ausschauen. Das mit Zellulose-Kunststoffen war rohstoffmäßig natürlich breit verfügbar und da hat man auch den Slogan bereits in der entsprechenden Weltausstellung 1862, demokratische Werkstoffe. Jetzt sind Werkstoffe verfügbar, die etwas können, was vorher nur den Aristokraten als entsprechende Güter verfügbar war. Die modernen Kunststoffe, das Bild hatten wir schon, haben sich erst seit den 1950er Jahren auf fossiler Basis, also im Wesentlichen Rohöl als Rohstoff, teilweise Gas, entwickelt. Also diese Kurve ist ausschließlich dominiert aus fossiler Rohstoffbasis. Und diese Werkstoffklassen haben alle Lebensbereiche mittlerweile durchdrungen. Und was ihre Innovationsvielfalt und Anwendungsvielfalt anbetrifft, sind wir bei weitem noch nicht irgendwo an eine Grenze gelangt, ganz im Gegenteil. Wenn man es aus evolutionärer Sicht sieht, stofflich gesehen, sage ich, ist das Intelligenteste, was am meisten leisten kann, mit dem geringsten Werkstoffbedarf, das also unseren Kriterien entspricht, die DNA als Doppelhelix, makromolekulare Struktur. Das ist im Grunde die Bauweise aller dieser Werkstoffe, natürlich bei weitem noch nicht annähernd so intelligent, wie die DNA-Substanzen es sind. Was hat diese Werkstoffe so erfolgreich gemacht? Und ich habe hier 7 Erfolgsfaktoren, die gleichzeitig auch für die Zukunft gelten. Mit einer gewissen Reorientierung. Erstens die Eigenschaftsvielfalt. Es gibt keine zweite Werkstoffklasse, die sich so breit und so gezielt auf spezifische Anwendungen einstellen können, wie das bei Polymeren der Fall ist. Zweitens Designfreiheit. Drittens hocheffiziente Verarbeitbarkeit. Viertens wären sie nicht ökonomisch, hätte es diese Entwicklung sowieso nicht gegeben. Und dann haben sie hier jetzt 3 Parameter,
Der eine ist die ökologische Bewertung, das zweite betrifft die künftige Entwicklung, was Innovationsfähigkeit und Wachstumsfähigkeit anbetrifft. Und daraus wird sich meine These ableiten, nachhaltige Entwicklung wird es nur mit Kunststoffen geben, richtig entsprechend in der Entwicklung forciert, weil wir erstens Innovationsfähigkeit brauchen und Wachstumsfähigkeit, das ergibt sich aus allen Daten, die wir jetzt haben. Wir haben nur relativ wenige Jahrzehnte Zeit, die Transformation zu bewerkstelligen. Und was die ökologischen Daten anbetrifft, da ist es auch heute so, überspringen das gleich mal, dass eine der solidesten Studien, und es gibt mehrere davon, die es gibt, eine kommt aus Wien, Denkstadt, einige werden Sie kennen, Herr Pilz mit seiner Gruppe hat eine entsprechende Modellstudie gemacht, wo er Lifecycle-Analysis gemacht hat über Kunststoffprodukte mit repräsentativen Beispielen. 80 Beispiele für repräsentative Märkte herausgenommen, detailliert durchanalysiert und verglichen mit der nächstbesten Werkstofflösung, wenn man nicht Kunststoff, sondern Papier, Glas, Stahl, Aluminium, Blech, Holz, was auch immer nehmen würde. Das Ergebnis war, würde man Kunststoffe heute in der Form, wie wir sie in Europa einsetzen, und das gilt global, würde man Kunststoffe durch die nächstbeste Werkstofflösung, was die Lebenszyklusanalyse, die Ökobilanz anbetrifft, ersetzen. Das Gewicht würde um einen Faktor 4 steigen und die entsprechenden zugehörigen Energiebedürfnisse und der CO2-Ausstoß würden beim jetzigen Energiesystem um 50% steigen. Also meine These ist immer, die Kunststoffentwicklung war so erfolgreich, weil in den Eigenschaften besser, ökonomisch billiger und in den meisten Bereichen bessere Ökobilanz. Wer das nicht hinkriegt, hat was verkehrt gemacht mit Kunststoff. Aber Lifecycle-Analyse ist natürlich nicht alles, denn wenn man dann diese Lifecycle-Analyse-Dinger macht, dann stellt man fest, in vielen Anwendungen ist das Material ja ohne dies nur ein Bruchteil dessen, worauf es ankommt in der gesamtökologischen Belastung. Das sind diese rechten Daten, die Sie da sehen. Und es gibt eine Fülle von Anwendungen, wo sich herausstellt, dass die Nutzungsphase das eigentliche Thema ist. Dennoch werden Lifecycle-Analysen immer wieder herangezogen für diese Vergleiche und man muss auch gewisse Vorsicht walten lassen in der Einschätzung. Aber meine These wäre, lass uns doch systemisch nachdenken, was können wir an Materialschrauben drehen? Bisschen rauf und runter und dann holen wir 50% von dem richtig großen Kuchen weg, der die Nutzungsphase. Das ist Real Performance von Werkstoffen. Im Auto kann man das leicht nachvollziehen und jetzt können wir leichter und leichter werden und dann werden wir feststellen, irgendwann ist vielleicht das Konzept Auto in Frage zu stellen. Ein besonders Beispiel, gutes Beispiel ist das hier. Damit wird ganz gerne geworben, dass Kunststoffe im Lebensmittelbereich natürlich Shelf Life und so weiter verlängern. Wenn man jetzt Ökobilanzen von Lebensmitteln macht und über die Kunststoffe die Lagerdauer erhöhen kann, dann kann man immer zeigen, dass sich dadurch eigentlich ökologische Benefits ergeben im Vergleich zur Nicht-Kunststoffverpackung. Am dramatischsten fällt es dann auf bei Fleisch, wo wir dann Übersetzungshebel haben, das was wir über Kunststoffe brauchen, wird um das Zehnfache eingespart, wenn wir Fleisch verpacken über die Lebensdauer. Wenn solche Übersetzungshebel herauskommen, dann sage ich immer, jetzt müssen wir auf die Nutzung schauen. Und der Nutzen des Fleischkonsums mittlerweile ist das ja schon en vogue, auch in Industriekreisen darf diskutiert werden. Wir werden ernsthaft über 100 Kilo Kunststoff nachdenken müssen pro Kopf und Jahr. Aber mindestens so ernsthaft über 100 Kilo Fleisch pro Kopf und Jahr, was den Konsum anbetrifft. Also alle seriösen Einschätzungen, die sich mit der Ernährung beschäftigen, der Fleischkonsum, den wir in den reichen Ländern haben, ist in keinster Weise realisierbar in einem Nachhaltigkeitsszenario. Mit Ausnahme, wenn wir zu synthetischem Fleisch kommen, aber auch da bin ich ein bisschen skeptisch. Was wir jetzt betreiben mit diesem Systemblick, und das ist unser letzter Ansatz in der Forschung, wie gehen wir das Thema gesamthaft systemisch an? Also wir versuchen, die Kunststoffmärkte, die Sie hier rechts abgebildet sehen,
auf die Sustainable Development Goals abzubilden, mit entsprechenden Schlüsseltechnologiebereichen und mit den Kriterien, die wir vorher schon hatten hier unten. Wie schaffen wir es über Innovation gleichzeitig mehr Performance, mehr Effizienz, weniger Energie, weniger Stoff und vor allem Rezyklierbarkeit hinzubekommen. Wir haben das erstmals dargestellt bei der Kunststoffmesse als digitales Tool. Da können Sie dann hineinklicken. Hier unten sehen Sie den Link zu diesem digitalen Tool. Da können Sie auf jeder Ebene reinklicken. Was ich ganz spannend finde, auf der ersten Ebene haben wir zunächst mal Experten in Kurzvideos dargestellt zu jedem der einzelnen SDGs. Auf der zweiten Ebene Studenten internationale mit 40 Sekunden Clips oder 2 Minuten Clips. Und auf der dritten Ebene, was hat das mit Kunststoffen zu tun? Das wird sich heute nicht ausgehen. Daher, was machen wir im Energie- und Circular Economy-Bereich ganz konkret? Und da hat mich gefreut, dass kürzlich, da wo die österreichische Regierung sich ja engagiert hat, im Rahmen der Ratspräsidentschaft, gab es da diese SET-Plan-Veranstaltung, Research and Innovation Driving the Energy Transition. Also mittlerweile darf man schon sagen, wir wollen 2050 voll erneuerbar sein, ohne dass man schief angeschaut wird wie in den 90er Jahren. Und die Frau Vogel, die gleichzeitig die Leiterin ist des Klima- und Energiefonds, hat für ihren Beitrag dieses Bild hier gewählt. Der Vortrag war betitelt Energy Transition, the World's Largest Playing Field. Und als Symbol hat sie Lego, also Kunststoffe, genommen. Ganz spannend war, Herr Kinzel wird sich erinnern, wir haben im Juni einen hochspannenden Risikodialog, der vom UBA veranstaltet wurde, mit modernen Ideenfindungskonzepten als Workshop gestaltet gehabt. Und da war das Ziel Design the Circle, Kunststoffe im Kreis führen. Und wir waren da eine Arbeitsgruppe, ich hoffe, den Namen kann niemand lesen, oder die werde ich dann das nächste Mal wieder rausnehmen. Das, was Sie hier sehen, wir haben den Circle wieder in Lego designt und ganz wichtige Player, die Sie, wenn Sie die Schilder genau lesen, sind Voestalpine, sind Borealis, sind Verbund, sind OMV, sind die größten Unternehmen, die das als Herausforderung begreifen müssten, die wir hier in Österreich haben. Und auf das werde ich dann später noch zurückkommen. Die haben alle das gleiche Problem. Und wenn sie das gemeinsam angehen, das Bild soll darstellen, da zeichnen sich Lösungen ab. Wir haben 8 Jahre an Solartechnik jetzt geforscht, Kunststoffe im solartechnischen Bereich, 14 Millionen Euro, was eigentlich ein doch sehr schöner Betrag ist in einem Konsortium, das wir geleitet haben mit 10 wissenschaftlichen Partnern, 20 Unternehmenspartnern, vom Weltklimasystem hergenommen und vom Weltklima auf Regionen und auf technische Systeme und dann auf Werkstoffe runtergerechnet. Meiner Ansicht nach ist das im Werkstoffbereich der systemischste Simulationsansatz, den ich kenne. Und dann haben wir die Werkstoffe auf das optimiert, was sie in bestimmten Bereichen können sollen. Das sowohl für Solarthermie als auch für Photovoltaik, weil unsere Grundthese war, im Grunde müssten wir in der Solartechnologie das bewerkstelligen, was Kunststoffe im Autobereich, in der Elektronik, in der Verpackung, überall sonst schon geleistet und gezeigt haben. Das müssen wir in die Solartechnik bringen, dann werden sie rasch wachsen, dann werden sie mengentauglich, dann werden sie entsprechend kostengünstig sein. Ja, leider ist 14 Millionen jetzt im Gesamtkontext, was da an Forschung oder im Vergleich zu dem, was an Subsidies ins fossile Energiesysteme geht, das ist ja das Sub 0,000 irgendwas Prozentchen, das da herauskommt. Nichtsdestotrotz sind wir durchaus auf die Ergebnisse stolz. Also es gibt mittlerweile Vollkunststoffsysteme für Solarthermie. Die Temperaturen in der Solarthermie sind unter 100 Grad Celsius in der Regel. Also das in Kunststoff zu bauen, war lediglich eine Frage üblicher Forschung, sage ich mal.
Wir sind dabei, das ist ein Produkt von Borealis, das Sie dort sehen. Unsere These ist, die Photovoltaik muss noch billiger werden. Ein wichtiger kostenbestimmender Schritt ist diese ganze Einkapselung mit Kunststoffen, die jetzt noch 12 Minuten dauert. Jeder, der in der Kunststoffbranche tätig ist, sagt, der Prozess mit 12 Minuten, also das geht viel, viel besser. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo wir den Joghurtbecher in unter einer Sekunde herstellen wollten. Also ganz so schnell wird es nicht gehen, aber da ist viel Spielraum der weiteren Kostenreduzierung. Und das schönste Ergebnis für mich als Akademiker war, jede Menge akademische Arbeiten, Dissertationen, Masterarbeiten, Veröffentlichungen. Und das ist der größte Hebel und Übersetzungshebel, der diese Technologien vorantreiben wird, wenn die Absolventen in die Industrie gehen. Und ganz nebenbei haben wir dann erstmals auch die Top 100 geschafft im Bereich der Werkstoffe. Eine besondere Herausforderung, weil unsere Märkte kaputt sind, sind, wo können Solarthermie-Beiträge wirklich echten Nutzen stiften? Und da haben wir mit einem Partner gearbeitet, der den Mexiko-Markt als repräsentativen für jene Länder und Bereiche hergenommen hat, wo man knapp über der Armutsgrenze ist, also sprich knapp über den berühmten 1,95 Dollar, und hat ein Modell gestrickt und hat gesagt, er möchte Solarthermie-Systeme herstellen, sodass sich die Bevölkerungsteile oder Personen, die im Bereich 1 Dollar, 2 Dollar bis 5 Dollar oder 5 bis 10 Dollar pro Kopf und Tag entsprechend das leisten können. Und dann hat sich herausgestellt, das geht, wenn die Systemkosten eines gesamten solarthermischen Systems für Warmwasser unter 100 Dollar liegen. Dann ist es leistbar für die beim Neubau und über Ratenzahlungen auch bei bestehenden Bauten. Und dass das mit Hygiene zu tun hat und natürlich mit Würdefragen, das ist in dieser Aussage hier unten dargestellt vom Herrn Fernandes. Noch gibt es die nicht, aber mit dem Know-how, was wir geforscht haben, wir sind der Meinung, das ist machbar. Und wir haben 2, 3 Unternehmen gewinnen können, mit denen gemeinsam wir diese 100-Dollar-Idee verwirklichen wollen. Kommen wir zum Kreislaufthema zurück. Da gibt es zunächst meine erste wichtige Aussage als vierte Botschaft, und es kommt nur noch eine mehr. Nicht jede zirkuläre Ökonomie ist gleichzeitig nachhaltig. Also wir werden einen sehr, sehr genauen Blick auf Zirkularität werfen müssen, ob sie auch den Nachhaltigkeitskriterien aus systemischer Sicht entspricht. Und das ist nicht so ganz einfach, und das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, um auf entsprechende Methoden zu einigen. Aber die Idee ist nochmal, wir nehmen Lifecycle-Analysis-Modelle her und integrieren jetzt diese unterschiedlichen Recycling-Konzepte, die bei Kunststoffen im Wesentlichen sein könnten, wenn wir vom Product Reuse mal absehen, mechanische Wiederverwertung, chemische Wiederverwertung und als drittes dann hier unten Energy Recovery, also festes Öl energetisch zu verbrauchen und dann CO2 gleich in einen Wiederverwendungszyklus zu bringen. Ansonsten wäre es ja zusätzlicher CO2-Ausstoß. Zwei davon, die ersten zwei, sind Downcycling, die anderen zwei sind Upcycling. Und jetzt kommen wir in folgende Schere mit dem mechanischen Recycling, das so stark von der EU gepusht wird, was ich zunächst mal gut finde, dass mal überhaupt was passiert. Aber man muss jetzt wirklich frühzeitig bereits anfangen zu denken, wie weit können wir das treiben, dass es echt Sinn macht. Weil wir vorher schon herausgearbeitet haben, die Performance-Anforderungen für die künftigen Technologien sind so hoch, dass sie in vielen Bereichen mit Rezyklaten nicht zu bewerkstelligen sein werden. Also mit anderen Worten, in meiner Haltung hat nachhaltige Entwicklung zunächst mehr mit Innovationen zu tun und dann Zirkularität, als das, was wir jetzt haben, das System im Kreis zu fahren, das wird uns nur marginal besser machen. Also die Schere, nachdem Kunststoffe noch immer in einer dynamischen Entwicklung sind, zwischen Rezyklaten und neuen Kunststoffen, also mechanischer Rezyklierung oder irgendwas von da unten, die wird künftig weiter aufgehen. Und meine These, ich habe die Daten hier von Herrn Pilz wieder dargestellt, der das schon mal untersucht hat, die ökologische Grenze für mechanisches Recycling
nach seinen Untersuchungsmodellen für Verpackungswerkstoffe liegt bei etwa 30-50%, je nachdem wie man es ansieht, also eigentlich unter den EU-Zielen. Ab dann fängt die Ökobilanz wieder zu kippen an. Wissenschaftlich gesagt, wir versuchen Entropie zurückzudrehen und das geht nur mit enormem Energie- und Wasseraufwand und Ressourcenaufwand. Das ist ein statisches Bild. Manchmal sage ich, also zu meinen Studenten sage ich, ihr müsst dynamisch rechnen. Die neuen Werkstoffe werden noch besser sein als das, was wir heute als Virgin haben. Der Level wird nach unten gehen. Und die oberen, die rezyklierten Werkstoffe werden downgegradet, die werden schlechter. Also das treibt uns in den werkstofflichen Recyclingraten auf möglicherweise noch kleinere Prozentsätze, als sie hier angeführt sind. Dennoch haben wir dem Thema gewichtiges Augenmerk geschenkt und haben auch hier kürzlich analog zu unserem Kollektor mit einem afrikanischen Partner, Mr. Green Africa, das Thema Social Plastic, Fair Trade Plastics aufgegriffen, also Recycling Plastics, wo das Hauptziel ist, einerseits natürlich Müll zu reduzieren, zweitens über Müllreduzierung und Rezyklierung einen Impact zu schaffen im Sozialbereich, also Wastepicker aus der Armutsgrenze herauszuholen, in höhere Gehaltsstufen und gleichzeitig auch ärztliche Versorgung zu bringen. Und ganz wichtig, dieses ganze Recycling geht wieder nur mit heißem Wasser. Der wichtigste Prozess ist der Reinigungsprozess und da hoffen wir jetzt, dass unsere Solartechnologie-Entwicklungen dort neben dem Bereich, wo, den ich schon erwähnt habe, Warmwasser im häuslichen Bereich, da auch im industriellen Bereich zum Einsatz kommen und da ist auch Österreich mit einigen Firmen bestens vertreten, was diese Großspeichertechnologien und dergleichen anbetrifft. Jetzt komme ich zur letzten Botschaft, dass eine Sustainable Circular Economy für Kunststoffe natürlich berücksichtigen muss die Energietransformation. Also ich setze jetzt voraus, die Energietransformation müssen wir so weitertreiben, wie sie in den vorigen Bildern dargestellt war. Und an dem hat sich zu orientieren, was ist die adäquate Recyclingstrategie für Kunststoffe. Und da komme ich dann zum Schluss noch der heutigen Einschätzung der Technologien, zumindest aus meiner Sicht. Wir müssen jetzt beginnen, über CO2-Wiederverwertung nachzudenken, dass wir diese dritte Schiene in einen Innovationszyklus bringen. Das ist im Grunde der Zyklus, den die Biosphäre sowieso schon seit den ersten DNA-Strukturen vor 3,5 Milliarden Jahren betrieben hat. Und dieser Zyklus, der wird diese Probleme hoffentlich, das mit dem Wald ist ein bisschen kritisch, aber das CO2, es geht im Wesentlichen Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, das sind die großen Stoffanteile, entsprechend zirkulär zu gestalten. Wenn wir das schaffen, sind wir vom Öl weg, da müssen wir ohnehin weg. Wenn das Energiesystem auf Erneuerbare umsteigt, dann rechnet sich der Aufwand für Öl nur für Kunststoffe nicht. Das sind nur 5% des gesamten Volumens an Erdöl, was in Kunststoffe geht. Dann sind sie nie mehr finanzierbar. Und dann kommen diese Technologien natürlich wesentlich wettbewerbsfähiger zum Tragen. Die Wissenschaft beschreibt längst, wie das geht. Ich habe mir vor einem Jahr erlaubt, da stimmt die Jahreszahl hier oben nicht, das war 2017, sorry, das mal als Entwurf in der Akademie der Wissenschaften in einem Bericht darzustellen. Und ganz besonders freut mich, weil der Herr Professor Schleicher heute da ist. Seit November, glaube ich, gibt es den Bericht A New Carbon Management for the Energy and Materials System. Also wer sich den Bericht herunterladen will, den kann man jetzt leicht googeln. Und es zeigt sich, das sind alles Signale, dass das realistisch, dass das machbar ist. Und damit meine zwei letzten Bezüge aus dieser Woche. Zum einen hat natürlich nachhaltige Entwicklung ihren Ursprung in der Menschenrechtserklärung, wo wir aktuell 70 Jahre feiern, also diese Woche. Zum anderen auf der rechten Seite, wenn es die Politiker nicht begreifen wollen, die Finanzwelt hat es bereits begriffen. Das stärkste Statement, das mir aus Katowice untergekommen ist, ist das Statement der Investoren mit 32
auf Englisch Trillions und auf Deutsch Billionen Dollar, die eigentlich zur Verfügung stehen, diesen Innovationszyklus, diesen Transformationszyklus voranzutreiben und gleichzeitig die Aufforderung raus aus fossilen Energien, die entsprechenden Subsidies zu streichen und die erneuerbare Energietechnologie und Transformation entsprechend voranzuschreiten. Ja, ich will dann mit diesen entsprechenden Zitaten hier aufhören. Als Akademiker weise ich auf das letzte von Nelson Mandela hin. Das Wichtigste, glaube ich, ist Ausbildung. Dankeschön. Und sorry, dass es ein bisschen länger gedauert hat, als normal vorgesehen war.